Und wir haben noch ein ungewöhnliches Foto im Netz gefunden. Ein Müllauto, das an einer Seilbahn hängt? Wie kann das denn sein? Das ist einmalig. Das gibt es nur hier auf der Böttnerolm, sonst nirgends auf der Welt. Wir sind im Schweizer Kanton Wallis. Hier wollen wir herausfinden, was es mit dem fliegenden Müllauto auf sich hat. Morgens 8 Uhr Talstation der Seilbahn in Betten. Müllwagenfahrer Helmut Margelisch befestigt sein Arbeitsfahrzeug unter der Seilbahn. 7,5 Tonnen wiegt der leere Unimog, wenn er mit der Seilbahn an seinen Arbeitsort fliegt. Knapp 2 Tonnen mehr wird er wiegen, wenn er später ebenfalls per Seilbahn den Rückweg ins Tal antritt. Bei diesem Spezialtransport dürfen nur 2 Personen in der Kabine sein, der Führer der Seilbahn und natürlich Helmut. Bei dem schönen Wetter ist das ein Traum, hier oben hochzukommen. Das ist schon was Schönes. Morgen die schönen Sonnenaufgänge. Das Ziel der Seilbahn? Das autofreie Bergdorf Bettneralb im Südwesten der Schweiz. Wobei autofrei so nicht ganz stimmt. Denn schließlich kommt Helmut mit seinem Brummi, um hier oben den Müll einzusammeln. Und so eine Aussicht zu Arbeitsbeginn hat wohl auch nur ein einziger Müllwagenfahrer weltweit. Helmut. Zwischen Tal und Bettneralb gibt es keine Straßenverbindung. Die Seilbahn ist die Nabelschnur, die das Bergdorf versorgt. Knapp 2,5 Kilometer lang ist die Strecke. Dabei überwindet die Seilbahn einen Höhenunterschied von 1200 Metern. Pro Sekunde legt sie dabei 8 Meter zurück. Insgesamt dauert die Fahrt knapp 8 Minuten. Ein Computersystem regelt die Geschwindigkeit und sorgt dafür, dass die Bahn rechtzeitig abbremst. Bis zu 117 Personen oder ein Gesamtgewicht von bis zu 10 Tonnen kann die Bahn transportieren. Dass die Bettneralb autofrei ist, haben die Einwohner umweltfreundlichen Pionieren zu verdanken. Früher wurden die Waren vom Tal mit Eseln auf die Alb transportiert. Eine Seilbahn gibt es erst seit 1951. Gepäck, Möbel, Lebensmittel. Es gibt kaum etwas, das die Seilbahn noch nicht transportiert hat. Sogar eine Kuhherde soll schon mal mitgefahren sein. Und natürlich täglich der Müllwagen. Der Unimog ist kompakt, wendig und geländegängig und damit bestens für den Einsatz in den engen Straßen in dem kleinen Bergdorf geeignet. Manchmal versinkt man ziemlich im Schnee. Das ist das größte Problem und die Herausforderung, hier durchzukommen. Sonst ist es eigentlich das Ähnliche wie in der Stadt. Aber im Schnee und an der Seilbahn ist schon etwas Spezielles an dem Job. Die schneesicheren Pisten bescheren den 432 Einwohnern vor allem im Winter viele Urlauber. Doch die rund 4.400 Touristen hinterlassen so viel Abfall, dass Helmut während der Hauptsaison im Winter seine Tour runter zur Müllverbrennungsstation mehrmals täglich absolviert. Unglaubliche 258 Tonnen Müll transportiert er pro Jahr vom Berg runter ins Tal. Dadurch ist Helmut bekannt wie ein bunter Hund und das in allen Altersklassen. Man kennt ihr denn auch alle den Helmut, den Müllwagen? Ja. Den kennt ihr alle? Ja. Die Kinder, die auf der Alp wohnen, gehen im Tal in die Schule oder den Kindergarten. Für sie ist die Seilbahn so normal wie für uns Bus und Bahn. Jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 23.30 Uhr abends ist die Bahn in Betrieb. Für die Fahrer gehört es zum Alltag, dass sie unter der Kabine Waren mit enormem Gewicht auf den großen Lastflächen befördern. In der Lagerhalle der Bergstation können die Bewohner der Bettneralb dann mit Schlitten und Pistenfahrzeugen ihre per Telefon oder übers Internet bestellten Sachen abholen. Für Gastronomen und Hoteliers wie Christian Eyholzer erfordert das logistisches Geschick. Das verlangt vor allem von mir und von meinem Küchenchef eine sehr gute, durchdachte Planung. Was müssen wir an einem bestimmten Tag haben, damit wir die Waren eben auch kriegen? Wenn man den Anspruch auf saisonale frische Produkte hat wie wir, dann muss das so organisiert werden. Gott sei Dank liefert die Luftseilbahn hoch
Wir holen das ab und so funktioniert das bei uns. Ein ziemlich einmaliges System. Jeweils dienstags und freitags bekommt der Hotelier frische Ware aus dem Tal geliefert, die er vorher bestellt hat. Wenn etwas Spezielles fehlt, kann man es oben auf dem Berg nicht mal ebenso kaufen. Hier oben auf der Alp gibt es nur zwei kleine Lebensmittelgeschäfte, um sich mit dem Nötigsten einzudecken. Geht ein Produkt in einem seiner Restaurants schneller zur Neige als erwartet, muss Christians Team improvisieren. Die Ruhe auf der Bethmer Alb wird selten durch Motorschlitten unterbrochen. Die schmalen Straßen sind den Fußgängern und Skifahrern vorbehalten. Zur Entsorgung des Mülls gibt es auf der Bethmer Alb 6 Müllhäuschen, die im ganzen Dorf verteilt sind. Jeder muss seinen Abfall selbst in Säcke verpacken und dorthin bringen. Mülltonnen sucht man vergeblich. Und es gibt hier so Sammelstellen. Das ist anders als in der Stadt. Ich muss immer von Sammelstelle zu Sammelstelle dann hier einladen. Das ist das Spezielle hier oben. Als sein Vorgänger vor 12 Jahren in Rente ging, hat Helmut den Job übernommen. Eintauschen will er ihn um keinen Preis der Welt. Denn sein Ausblick ist schließlich einzigartig. Und Helmut wahrscheinlich der glücklichste Müllwagenfahrer, den es gibt.